Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute den 15. Dezember und ja, ich habe mich heute mit der Sarah zum Frühshoppen verabredet. Hallo. Ja, würde ich sagen, stoßen wir doch erstmal an. Stoßen wir an. Prost. Prost. Gutes Bier. Ja, Sarah, danke, dass du dabei bist. Heute eben auch beim Adventskalender öffnen. Gerne. Ja. Darfst du auch gleich loslegen, wenn du möchtest? Soll ich mit dem Kleinen anfangen? Du darfst oder mit dem... Wie du magst. Wir fangen mit dem Kleinen an, das interessiert mich. Ja. Ah, ja. Also es ist diese Größe. Ja, wir haben heute das kleinste Paket, glaube ich, das es gibt im Kalender. Checkkartenformat. Ja. Ich fang einfach. Warte, was da drin ist. Sorry. Ich würde jetzt spontan sagen, von der Größe her, also vielleicht ein Gutschein, eine Gutscheinkarte oder... Könnte noch drin sein? Also viele Möglichkeiten haben wir nicht. Viele Möglichkeiten haben wir nicht. Aber vom Gewicht her könnte es nicht auch so eine Art Anhänger sein, bloß gut verpasst? Stimmt. Stimmt. Also ich möchte jetzt nicht zu viel tasten, okay. Einfach mal aufmachen. Okay, klar. Ich mach einfach mal auf. Ja, öffne. Du brauchst das Papier ja nicht mehr. Nee, mach was du möchtest. Spannung steigt. Glaubst du, du hast es recht? Ja. Oh, cool. Zeig's mal für die Kamera. Sieht man das? Du kannst noch ganz dahin gehen. Bis davor. Tschüss. Ein Superman-Anhänger, oder? Ein Superman-Anhänger, ja. Aha. Schaut schon schick aus. Ja, das ist ein bisschen vergoldet auch, oder? Oder? Ja. Ja. Zeigen wir mal von hinten auch. Und man muss es genau sehen. Ja. Okay. Heute nur 3,99 €, gestern noch 4 Euro. Dieser, ja. Quatsch, mach's doch nicht billiger. Also, okay, ja. Schön, okay. Ja, ist schon cool. Ja. Kannst du ja jetzt überall hinhängen. Überall? Okay, was schwebt dir vor? Wo soll ich es denn hängen? Zum Beispiel an einen Rucksack. An einen Rucksack? An meinen oder an einen Fremden? Nein, an deinen, sonst ist er ja weg. Ja. Achso, ja, Hintergrund, ich bin tatsächlich kein Superman-Fan, also weil das ist DC und ich bin ja eher so Marvel. Ja, vielleicht freut sich dann jemand, wenn er einen Superman-Anhänger mitten dran hat. Oh, das ist doch toll, weil meistens kommen immer Anhänger weg von Rucksäcken und ich kann einfach einen dazuhängen. Ich glaube, die Person freut sich gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Ja, auch schön. Ja, ich finde Batman auch ein bisschen cooler, aber Superman... Das ist beides DC. Also, ja, okay. Ja, für dich ist es wurscht, für mich ist es... Okay, gute Idee. Okay, stoßen wir an auf dieses wunderbare Superman-Anhänger-Gedöns. Ich wurde auch gefragt, ob ich mich wirklich über alle Dinge freue, immer die drin sind. Ja, was interessant ist, weil ja, ich freue mich grundsätzlich, wenn ich was Neues bekomme. Also auch wenn ich es nicht gebrauchen kann, weil ich weiß, irgendjemand da draußen kann das bestimmt gebrauchen. Und dann, wenn ich den dann glücklich machen kann, deswegen freue ich mich über sowas. Ja, ich denke generell freut man sich über Geschenke, oder? Ja, genau, auspacken und genau so. Ist das auch immer eigentlich egal, was dann drin ist. Ja. Und irgendwie... Dieses Auspacken allein ist schon spannend. Mhm, deswegen lasse ich es immer auch gerne die Leute machen. Du darfst auch gerne hier gleich reingucken. Darf ich gleich weitermachen? Ja, hier ist dann, wir haben wieder ein größeres Türchen hier unten. Okay. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, was... Was ist das? Wir haben schon wieder DC. Nicht dein Tag, Julia. Nein, heute ist nicht mein Tag. Zeig's mal für die Kamera. Sieht man das? Ja. Ja. Was ist da drinnen? Figuren. Mhm. Eine Überraschungsfigur. Eine Überraschungsfigur. In der Hinsicht doppelt Auspackfreude, weil hier ist mal, das ist da drin und da weiß man auch noch nicht genau, welche Figur drin ist. Achso, wir sollen es jetzt auspacken? Weiß ich nicht. Möchtest du? Also was könnte denn drin sein, wenn man so guckt? Da sind verschiedene Charaktere, von denen ich wahrscheinlich die Hälfte nicht kenne. Ich kenne gar keinen. Doch, Harry, also ich weiß, die sind so mehr so comichaft gestaltet. Also Harley Quinn ist drin, Wonder Woman, Supergirl und der Rest, keine Ahnung. Wer ist Killer Frost? Killer Frost? Ja. Ich habe keinen Plan. Und eine heißt Cheetah. Cheetah. Ich bin da nicht ganz up to date mit den, ja.
Also ich weiß nicht, wir können es natürlich aufmachen. Oh, es gibt auch zwei Überraschungsfiguren, wo man nicht weiß. Also du darfst es entscheiden. Entweder wir machen es auf oder wir schenken es jemandem, der freut sich dann und kann mit den Figuren dann direkt was anfangen. Und wenn wir es halt jetzt aufmachen, ne? Ist die Überraschung weg. Ist die Überraschung weg. Ich würde sagen, wir schenken das jemandem. Okay, das finde ich gut. Ja. Gute Idee. Irgendjemand, der da voll dahinter ist und diese ganzen Figuren kennt. Ja, das fände ich ganz gut, weil dass wir dann das und als nicht ahnungshabende Personen da was vorwegnehmen. Wer ist Huntress? Und so, ja, steht da. Ja, nee, aber sehr DC-lastig dieses Mal. Ja, Sarah, schön, dass du dabei bist. Möchtest du noch ein paar letzte Worte sagen? Ein paar letzte Worte gleich? Oh mein Gott. Nein, keine Angst, du lebst noch weit. Ich dachte, in dem Sinne wünsche ich uns und euch einfach eine schöne Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest. Ich sehe euch ja bis dahin nicht mehr, also von dem her auf uns, auf euch. Prost. Ein schönes Ende. Macht es gut. Bis dann.